Hallo Leute! Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Mad Max. Wir sind ja gerade auf dem Weg. Für die, die jetzt vielleicht gerade erst eingeschaltet haben, wir haben hier unten eine kleine optionale Mission. Die haben wir von dem Führer Jade bekommen, der ja hier oben irgendwo sitzt. Und wenn wir die Mission für ihn erledigen, dann schenkt er uns eine kleine Vorratskammer an Munition. Oder eine Vorratskammer, wo wir Munition auffüllen können in der Festung. Das ist ja eigentlich enorm cool, weil man hier irgendwie immer Munitionsknappheit hat. Also ich habe immer Schrotflintenmangel, also Schrotmunitionmangel. Und deswegen kommt es für mich wie gerufen. Also da sind wir jetzt auf den Weg hin. Und ja, das wird wahrscheinlich spannend, denn das Ding ist bestimmt wieder richtig geil bewacht hier. So wie es halt immer ist in dem Spiel. Da hinten haben wir noch einen kleinen Ballon, da wollen wir eigentlich auch hoch, damit wir so ein paar kleine, also einen kleinen Ausguck haben, um entfernte Ziele zu markieren und dann wissen, was uns so umgibt an Bedrohungen hier in dem Ödland. Aber ihr kennt sicher schon, wie das hier läuft in dem Spiel. Kurz mal hierher gedriftet. So, was haben wir denn hier überhaupt? Schrott, dreimal. Dreimal Schrott. Oh nee, Alter, da ist ein Schrottauto. Los, 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 komm. Das muss ich mir holen. Das will ich haben. Komm, 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 gib Gas. Das wirft wieder richtig viel Schrott ab. Und Schrott brauchen wir ja immer. Also Leute, es wird spannend. Wir müssen das Ding verfolgen. Auch wenn ich keine Munition habe, leider Gottes. Könnte es schwierig werden, aber wir werden es versuchen. Wo fährt er lang? Rechts natürlich. Wie bin ich? Wenig Schaden ich dir noch zufügen kann. Gib Gas! Nicht hochschieben. Warum schiebe ich den hoch? Komm, nochmal. Ich will den Schrott haben. Ja, komm schon. Oh Mann. Und jetzt gibt er wieder richtig Gas, der Typ. Jetzt kriege ich ihn wieder nicht. Weil wir noch ein bisschen langsam sind. Wir müssen unser Auto noch weiter ausbauen. Wir brauchen einen neuen Auspuff. Den V8-Motor, der wäre ganz geil. Aber all das fehlt uns noch. Obwohl wir ziemlich fleißig immer das ganze Zeug sammeln, fehlt uns noch so viel. Man kann hier so enorm viel skillen. Will ich ja, Mensch. Wenn er mir die Chance gibt. Einmal noch. Ja, manchmal zählt es irgendwie nicht. Warum auch immer. Also manchmal, wenn ich gegen fahre, fehlt es nicht. Boah, der hat wieder so viel Sachen verloren hier. Das freut mich. Freut mich. Wieder mal ein Laptop hier. Was weiß ich, was es ist. Ein Bildschirm. Ein Fernseher. Und diesen Bonusschrott müssen wir auch noch skillen, dass wir mehr Schrott erhalten, wenn wir sammeln. Das ist ja auch immer sehr sinnvoll. 5 Schrott. Mann, Alter. Ich will doch hier nicht den Tank... Was ist denn das jetzt hier? Du sollst den Schrott aufheben. Mann, Mann, Mann. Max hat manchmal so ein paar Probleme. Naja, ich habe gedacht, er hat ein paar größere Bunde bei. Ja, aber nee. Wieder nur so Kleinzeug. Naja, dann sind wir wieder auf dem Weg zum Ballon, wo wir eigentlich hin wollten. Ach, das ist ja gleich davor, ne? Wir sind im Kreis gefahren. Ja, das hat's ja richtig gebracht. Dann haben wir ja eigentlich nichts verloren, nur gewonnen. Das ist gut, das ist gut. Und ich gehe mal davon aus, dass der meiste Schrott eh hier oben liegt. Aber wir werden es sehen. Wir klettern mal hier hoch. An der Leiter kommen wir bestimmt nicht ran. Hier haben wir was zum Futtern. Das können wir mal schnell nagen, Alter. Schon wieder Maden. Mmh. Oh, das haut so rein. Es ist so geil. Schmeckt so gut. Lebende Maden. Ich meine, tote Maden habe ich selbst schon gegessen. Ja, schön geröstet. In Thailand. Aber lebende Maden. Gut, wenn man nichts anderes hat, wird man das wahrscheinlich machen müssen. Da ist man froh, wenn man sowas findet. Aber wenn man die Wahl hat... Gut, er hat keine Wahl. Max hat einfach keine Wahl. Er muss das tun, was von ihm verlangt wird. Und darunter zählt auch Essen. Den Ballon müssen wir wahrscheinlich wieder tanken. Aber wie kriegen wir jetzt einen Kanister hoch? Und wie kommen wir die Leiter hoch? Das ist ja noch viel wichtiger.
Ah, was können wir... Ah. Hab ich ganz vergessen, dass das hier in Mad Max auch funktioniert. So ein bisschen umherschleichen. Hier haben wir nochmal Schrott. Wahrscheinlich eine größere Fuhre. 59. Oh ja, das hat sich gelohnt. Wow. Gefährlich hier. Gefährlicher Pfad. So, finde den benutze den Schalter der Winde, um den Ballon herunterzuholen. Ja, es tut mir leid, Kumpel. Ich habe gerade keine Zeit. Ich muss das Ding hier jetzt runterholen. Die Winde. Ja, das muss das Ding hier unten sein. Da brauchen wir doch aber... Brauchen wir doch einen Kanister oder... Das ging doch jetzt gerade nicht. Versuchen es nochmal. Achso, doch, wahrscheinlich von der anderen Seite. Von hier irgendwo? Achso, das kann man nur von der einen Seite betätigen. Und jetzt müsste er runterkommen, ne? Ja, und er kommt, der... ein bisschen sinnlose Ballon. Na los. Jetzt, ne? Also gut, dann steigen wir mal auf und gucken uns hier mal die Gegend an. Oh, da hätten wir schon wieder einen Sniper-Fuzzi. Das ist wie bei Battlefield, Alter. Die leuchten auch immer so. Mit ihrem Visier. Also die Weitsicht in dem Game hier ist schon geil, das muss ich ja sagen. Das ist schon cool. Aber hat ein paar zu viel Bugs. Zu viel Fehler. Ist jetzt zwar nichts großartig Tragisches, aber es müsste nicht sein. Es ist wirklich noch ausbauungsfähig. So, dann schauen wir mal. Da hinten haben wir was. Aber irgendwie kann ich es von hier nicht erkennen, warum auch immer. Normalerweise müsste ich das von hier jetzt markieren können, aber es geht nicht. Vogelscheuche. Da haben wir nochmal Vogelscheuche, da haben wir einen Sniperisten. Schwierigkeit, scheint ein bisschen schwieriger zu sein. Das ist eigentlich cool mit den Ballons. Das ist eigentlich cool gemacht. Boah, das ist schon mehr schwierig. Also mehr schwierig. Ist schon schwieriger, das Ding. Aber auch das werden wir schaffen, wenn wir das angehen. Und ansonsten, man muss auch immer hier unten gucken. Manchmal sind auch ziemlich nahe Ziele versteckt. Das ist die Festung von Jade. Und dann müssten wir eigentlich größtenteils, sage ich mal, alles haben. Dann gucke ich nochmal einmal hier unten rum, 360 Grad. Weil wie gesagt, manchmal versteckt sich hier noch was. Aber in dem Fall sieht's gut aus. Können wir wieder raus. Können wir wieder runter. Ja, los. Ja. Ach so. Was ist denn das? Ach so, das ist irgendwas... Das ist irgendwas Krasseres hier. Das Ding jetzt. Okay. Alles klar. Dann düsen wir mal wieder runter hier. Das dauert doch immer Ewigkeit, ne? Ehe man hier runtergefahren ist. Das ist echt schwachsinnig. Gibt's hier noch irgendwas Cooles zu holen? Sollen wir mal gucken. Ich bild mir ein, vielleicht noch einmal Schrott oder so? Oder haben wir schon alles? Oh ne, haben wir komplett. Haben wir komplett. Dann können wir uns hier wieder verziehen. Können wir uns hier wieder verpissen. Ja, also hier bei Mad Max kann man ruhig auch mal ein paar Meter springen. Das macht uns nichts aus. Das finde ich wunderbar. Ich bin krasseres gewöhnt, wie zum Beispiel von Geralt bei The Witcher. Der hat es ja nicht geschafft, einen Meter zu springen. Da ist er ja gleich tot umgefallen. Das ist dann schon ein bisschen ärgerlich. So, da hinten haben wir noch eine Vogelscheuche. Das Ding hauen wir mal noch weg. Oder so ein Türmchen halt hier. Was auch immer. Wow. Aufpassen. Wie unser Auto da immer mit abgeben. Hoffentlich hat der Sniper-Fuzzi das da hinten jetzt nicht gesehen. So. 14 Schrott. Wir finden schon mehr, ne? Es ist nicht mehr so wenig wie am Anfang. Was haben wir hier? Legendenbegegnung. Was ist das? Der große Beobachter, besiege den Top-Dog Stump Grinder und schnapp dir seine Kriegsfarbe. Das machen wir auch noch, aber ich glaube, das ist jetzt vielleicht doch noch ein bisschen zu heftig. Wir wollten ja hier hinten hin.
fahren wir einfach mal jetzt frontal hier hin. Wir machen gar keine großen Umwege. Na komm. Eine Runde Schwung noch dazu. Das sieht auch geil aus, sein, ne? Sonnenuntergang. Oder was auch immer. Baue die Verbesserung für den Jack. Die können wir doch noch gar nicht. Oder doch, warte mal. Einmal können wir noch bauen. Einmal können wir jetzt tatsächlich das Ding noch bauen hier. Warte mal, wo war das? Wo sehe ich denn das? Da unten Erzengel. Können wir doch gar nicht. Wo sehe ich denn das jetzt hier schon wieder? The Jack, da. Das hier. 100. Prozent. Und das Ding, das müssen wir noch machen. Das ist ja die Mission, die wir gerade haben, glaube ich. Hauptmission Klassiker des Ödlands. Die machen wir gerade. Da sind wir gerade bei. Hier haben wir nochmal... Oh, geil, Mann. Da können wir mehr... Cool, das Ding skill ich gleich. Da können wir mehr tragen. Das ist geil. Was haben wir hier noch? Mit schwarzem Öl verschmiert. Konter, naja, brauchen wir jetzt immer noch nicht. Und hier sind wir vielleicht noch ein bisschen stärker, wenn wir das skillen. Oh ja, das nehmen wir mit. 20 zusätzlichen Schaden, das ist nice. Ja. Jetzt haben wir jetzt mal wieder ein bisschen was geskillt hier. Wo müssen wir jetzt hin? Jetzt zeigt er mir den Weg nicht mehr an. Zeigt er mir wieder einen anderen Weg an. Was macht der hier mit mir? Ich fahr mal hier oben lang. Hier so rechts irgendwie. Und hoffe, dass es keine Sackgasse ist. Es sieht eigentlich jetzt eher danach aus. Boah, hier geht's durch eine Höhle durch. Da sind wir doch schon. So, wir sind da. Jetzt müssen wir, glaube ich, ein bisschen ruhiger sein hier. Nicht, dass die uns kommen hören. Was haben wir denn hier? Was denn? Ach, da oben steht einer. Habe ich ja gar nicht gesehen, dass da einer steht. Nein, ziehen wir mal hier mit der Seilwinde runter. Wenn wir dann einsteigen wollen. Hallo. Komm mit. Damn. Ist schon geil, dass man die so umherschleudern kann, die kleinen Viecher. Alles klar, wir sind da. Kanister? Lag da ein Kanister? Nee, das ist der Kanister, den wir hinten drauf haben. Ich hab schon gedacht. So, hier geht's rein. Besiege die Sklaventreiber. Neue Biografie. Höhle der Menschentreiber. Menschentreiber sind die Sklavenhändler des Ödlandes. Sklaverei gibt es im Ödland eigentlich kaum, da alle freiwillig bereit sind, unter sklavenähnlichen Bedingungen zu arbeiten, um zu überleben. Daher müssen die Menschentreiber sich spezialisieren. Eine Seltenheit im Ödland sind besondere Talente oder Fähigkeiten, weshalb die Menschentreiber sich Leute schnappen, die über eine Ausbildung verfügen oder sich durch ihre außergewöhnliche Schönheit oder bizarre Mutationen von der Masse abheben. Das Lager der Menschentreiber ist weniger eine Wohnstätte, als vielmehr ein versteckter Unterbringungsort für die Sklaven, die noch nicht verkauft wurden. Solange sich Sklaven darin befinden, wird es sorgfältig bewacht. Obwohl es sich um einen verwirrenden Tunnelkomplex handelt, fällt das Tageslicht durch Risse in der Decke herein. Okay, alles klar. Also wir sind in einer Höhle. Einer räudigen, schmutzigen, unbelüfteten Höhle. Ziemlich ruhig hier, ziemlich dunkel. Da sind die ersten Gegner. Ein Guest-Towner. Oh nee. Der wehrt schon wieder alles ab, der Typ. Ist auch scheiße, wenn man nicht sieht, wo man hinschlägt. Die Kameraperspektive manchmal ein bisschen blöd ist, ne? Alter, wir machen schon ganz schön viel Schaden jetzt mit die 20% mehr. Das hat schon was gebracht. So, wo gehen wir lang? Auf jeden Fall haben wir eine coole Waffe jetzt. Wo geht's hier lang? Gucken wir mal. Da stöhnt schon wieder irgendeiner. Sitzt wahrscheinlich gerade auf dem Topf, hat Durchfall oder so.
akuten Durchfall. Und drückt alles aus sich raus. Und schon geht drauf. Oh, Junge. Bam! In den Schädel rein. Und weg. Ist sowas bei? Nein. Hier haben wir den ersten Schrott schon. 13 Schrott und einmal Bonusschrott. Naja. Futter haben wir noch. Intus. Brauchen wir noch nicht. Unser Leben ist noch voll. Noch. Ja. Da haben wir es schon. Alter, wir machen jetzt richtig geil Schaden, ne? Aber wir müssen ja auch mehr Schaden machen, denn wir treffen ja auch schwierigere Gegner mit der Zeit, ne? Essen wir nochmal was hier. Was haben wir hier nochmal? Dinky D. Oh, geil. Den Rest stecken wir uns in die Hosentasche und bringst dann versifft und verschwitzt unseren Köter mit. Er hat auch nochmal was hier. Fünfmal Schrott. Hier haben wir wieder eine Falle. Da müssen wir aufpassen. Verdammt aufpassen hier. So, da hinten war noch ein anderer Gang. Habt ihr den gesehen? Ich habe den rechten genommen. Es ging aber links auch nochmal irgendwo lang. Es gibt ja anscheinend mehrere Wege. Ich will jetzt natürlich auch wieder nichts verpassen. Ihr wisst ja, wie das bei mir läuft. Ich will alles erkunden. Ich will alles entdecken. Ich will alles einsammeln. Alter, wo geht's hier hin? Das wäre wahrscheinlich der andere Weg gewesen. Roadbucklers. Okay, lesen wir uns mal kurz durch, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Auch wenn die Roadbucklers ähnlich aussehen, sind sie nichts im Vergleich zu den Warbucklern der Gasthauenhorde von Skrotos. Ein Angreifer kann rasch eine Lücke finden und ausnutzen, um den Schild des Bucklers zu vernichten. Ob nun mit seinen Fäusten, einer Schusswaffe oder Sprengstoff. Also wir müssen den wahrscheinlich wieder ein bisschen ausweichen. Da steht den Sturmangriff umgehen. Also wir müssen wieder wegspringen. Das wird wieder spannend. Boah, ich hab doch gedrückt. Komm schon. Jetzt müssen wir ja noch mehr Schaden machen. Alter, ich sehe nichts. Ich komme hier nicht raus. Ich komme hier nicht raus. Das ist echt... teilweise echt ein bisschen kacke, ne? Jetzt bist du dran, Kumpel, Alter. Na komm. Ja, da haben wir es doch schon. Hey, Gott sei Dank liegt da hinten noch was für die Futterluke. Neunmal Schrott. Oh ja, mal Wasser. Können wir ein bisschen Wasser saufen hier. Boah, ist das herrlich. Ich habe so einen Durst, Leute. So, Feldflasche auffüllen. Boah, herrlich. Ist so geil, dass man Schrott von den eingenommenen Lagern kriegt, ne? Das ist echt cool. 2 von 6, also es fehlt noch einiges. Hier ist der Typ, den wir retten müssen. Vielleicht sollten wir erstmal einen anderen Weg sichern, bevor wir den jetzt befreien. Ich glaube, das machen wir auch erstmal schnell, bevor wir den jetzt hier rausholen. Sollten wir lieber machen, oder? Nicht, dass wir jetzt noch drauf gehen irgendwie. Oder er drauf geht. Wo war denn der andere Gang? Ist das hier schon der andere Gang? Ja, von hier sind wir gekommen. Und hier können wir noch lang gehen. Das machen wir mal. Werden wir den Gang ja auch noch schnell sichern, denn hier gibt es bestimmt auch noch Schrott. Da haben wir schon einmal. So, fehlen uns immer noch 3. Hier können wir wieder langschleichen. Das wäre wahrscheinlich der Weg gewesen, wo wir auf weniger Feind... Ist ja geil. Einfach mal runtergesprungen. Max hatte keinen Bock mehr, er ist einfach gesprungen. War das jetzt ein Fehler oder darf man da einfach nicht irgendwie falsche Sicht haben oder einfach in die falsche Richtung drücken? Es kann sein. Ja, das ist jetzt ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Ja gut, Leute, dann machen wir hier Schluss und in der nächsten Folge retten wir halt diesen Typen da und bringen ihn zurück. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr Bescheid. Aber wir müssen alles von vorne machen, oder?
We stand ready to finish the job. Ist ja geil. Ist echt cool. The final touch we can and must lay at Dirtgash's throne. Ja, das lohnt sich ja richtig. Aber alles halt nochmal machen, das ist doch geil. Ja, Leute, wie gesagt, vergesst die Likes und die Kommentare nicht und das Abo nicht. Und dann bis zur nächsten Folge hoffentlich. Ich wünsche euch einen schönen, erholsamen Abend. Bis dann. Tschüss.